Gospodin Zoran Babić. Izvolite, gospodine Babiću. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas mogao zajedno sa mojim koleginicama i kolegama iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke da ugostim gospodina Hansa Joachima Fuchtela, parlamentarnog državnog sekretara Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke, kao i njegovu ekscelenciju ambasadora Dittmana. Ovo je nastavak saradnje koju Srpska napredna stranka ima sa fondacijom Konrad Adenauer, fondacija koja je veoma bliska i saradnja koja je omogućila i omogućava nam da u našem političkom delovanju, u političkom delovanju i poslaničke grupe Srpske napredne stranke budemo što kvalitetniji. Naravno, iskustva koja nam je gospodin Fuchtel danas preneo, iskustva i nova znanja će nam omogućiti da i u budućnosti sa mnogo više discipline, sa mnogo više kvaliteta se odnosimo u trošenju javnih sredstava, u trošenju sredstava svih građana Republike Srbije, zbog čega sam ja i lično veoma zahvalan gospodinu Fuchtelu, ali i Konradu Adenaueru, ali i ostalim, naravno, našim prijateljima u Nemačkoj i u okviru CDU-a. Današnja poseta nam je izuzetno bitna zbog svih poslova koje nas očekuju u okviru otvorenog poglavlja 32. Naravno, sada bih dao i reč i omogućio našem gostu i prijatelju da nam se obrati. Es ist mir eine große Ehre, dass ich heute die Gelegenheit hatte, mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der Parlamentariergruppe der Serbischen Fortschrittspartei den Herrn Hans-Joachim Fuchtel, den parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland, bei uns zu Gast zu haben. Genauso wie auch seine Exzellenz, den deutschen Botschafter Herr Dittmann und die Vertreter der Konrad Adenauer Stiftung. Dies ist die Fortsetzung der Zusammenarbeit der Serbischen Fortschrittspartei und der Konrad Adenauer Stiftung, einer Zusammenarbeit, die uns ermöglicht, eine sehr gute politische Arbeit als parlamentarische Partei zu betreiben. Die Erfahrungen und fachliches Wissen, das Herr Fuchtel mit uns geteilt hat, wird uns ermöglichen, in Zukunft mit sehr viel Disziplin und Qualität die öffentlichen Finanzen in unserem Land zu betreiben. Ich möchte mich deshalb auch persönlich beim Herrn Fuchtel und bei der Konrad-Adenauer-Stiftung dafür bedanken, dass uns dies heute ermöglicht wurde. Genauso wie auch unseren anderen Freunden aus Deutschland und von der CDU. Dieser Besuch ist für uns besonders bedeutend jetzt, als die Verhandlungen über den Kapitel 32 eröffnet werden. Ich bitte jetzt den Herrn Fuchtel, sich an uns zu wenden. Meine Damen und Herren, ich bin mit einer sehr kompetenten Delegation hier in das Land gekommen. Wir haben sehr wichtige Vertreter unserer einzelnen Bereiche dabei, die hier die Zusammenarbeit umsetzen. Die KfW, die GEZ, die Adenauer-Stiftung und das, was ich jetzt seit meiner Ankunft hier erlebt habe, ermutigt mich, an diesen Fortschritt der Zusammenarbeit wirklich zu glauben. Und ich sehe auch tatsächlich, dass sehr viel in Bewegung gekommen ist. Es hat mir sehr imponiert, dass nicht weniger wie 37 Abgeordnete jetzt gerade an unserem Fachgespräch teilgenommen haben.
Dame i gospodo, ja sam ovde danas u poseti sa jednom veoma kompetentnom delegacijom, sa vrlo značajnim predstavnicima iz različitih oblasti koji rade ovde u Srbiji, sa predstavnicima Nemačke razvojne banke KfW, sa predstavnicima Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ i sa predstavnicima Fondacije Konrad Adenauer KAS. I ono što sam imao prilike ovde da vidim, uverava me u uspeh njihove ovdašnje saradnje. Veoma sam impresioniran time što je 37 poslanika učestvovalo u našoj diskusiji. Wenn ich heute die Chance habe, zu den Medien des Landes zu sprechen, dann möchte ich auch noch ein Wort sagen zu der Problematik der aus Serbien nach Deutschland gekommenen Asylbewerber. Kada već imam priliku ovde da razgovaram sa medijima u Srbiji, želeo bih da kažem par reči i o problematici tražilaca azila koji dolaze u Nemačku i Srbije. Unser deutsches Asylrecht ist ein Recht, was sich an politisch Verfolgte wendet. Und Serbien ist ein sicherer Herkunftsstaat, in dem sich die Menschen aufhalten können. Das bedeutet ganz klar, dass die Anerkennungsrate von Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, bei null liegt und das alles auch dazu führen wird, dass diese Leute wieder zurückkommen in ihr Herkunftsland. Und ich bin sehr dankbar, dass die Regierungen hier Vereinbarungen treffen konnten, dass dies auch so umgesetzt wird. Und es gilt für uns, dass wir unsere Bemühungen, auch den Menschen hier vor Ort zu helfen, hier hohe Priorität geben und damit auch zu Perspektiven beitragen. Und dass es der falsche Weg ist, jetzt zu versuchen, in Deutschland über den Weg des Asyls hier sich zu etablieren. Das wird den Leuten nicht gelingen und sie werden wieder hier zurückkommen. Und das müssen alle wissen, die sich mit dem Gedanken beschäftigen. Nemački zakon o azilu odnosi se isključivo na žrtve političkih progona. Srbija je sigurna zemlja u kojoj svi mogu slobodno da žive. To znači da će procenat onih tražilaca azila kojima će biti odobren azil ako dolaze iz Srbije biti nula. I oni će u svakom slučaju biti vraćeni u svoju zemlju porekla. Jako sam zahvalna na tome što primećujem da vlade u regionu rade na tome da idu takođe u istom pravcu. Ono što mi želimo da uradimo jeste da pomognemo svima na licu mesta, da ljudima pomognemo da dobiju novu perspektivu i da ukažemo na to da je pogrešan put da svoju budućnost traže preko podnošenja zahteva za azil u Nemačku. Vrlo je bitno da to svi znaju, da će se na taj način oni u svakom slučaju vratiti u svoju zemlju porekla. Ich habe hier eine Broschüre, die beschreibt, wie die Erfolge der Zusammenarbeit in den letzten 15 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit in konkret aussehen. Darauf bauen wir jetzt mit viel Energie auf und finden hier auch zu guten Entwicklungen. Und ich habe hier eine Broschüre dabei, die zeigt, wie es mehr und mehr auch gelingt, Firmen hier in diesem Land anzusiedeln und damit die Grundlage für wirtschaftliche Verbesserungen zu schaffen. Und wir werden am 3. Februar, also im nächsten Monat, bereits eine weitere große Konferenz haben, wo wir all diese Fragen vertiefen und weitere Impulse geben. Und damit wird auch aufgezeigt, dass diese Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern und zwischen Institutionen wie auch dem Parlament und auch der Konrad-Adenauer-Stiftung mit großer Zielstrebigkeit fortgesetzt wird.
werden. Es ist unser Ziel, dass wir diese Serbien Chancen geben in Europa und das im Einzelnen heute noch weiter zu besprechen. Deswegen bin ich hier. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ovde imam jednu brošuru u kojoj su predstavljeni svi konkretni uspesi 15-godišnje razvojne saradnje između Srbije i Nemačke. To je ono što predstavlja osnov za naš dalji zajednički rad. A takođe imam i brošuru u kojoj se vidi koliko firmi dolazi u Srbiju da ovde radi. To je nešto što će uticati vrlo pozitivno na ekonomski razvoj. 3. februara imaćemo jednu zajedničku konferenciju na kojoj ćemo produbiti sve ove teme i na kojoj ćemo dati nove impulse u ovim oblastima, posebno kada se radi o saradnji između zemalja, na nivou institucija, između parlamenata, sa fondacijom Konrad Adenauer i tu ćemo predstaviti da želimo da u istom tempu i na isti uspešan način i nastavimo dalje. Mi želimo u svakom slučaju da Srbiji pružimo šansu u okviru Evropske unije i to je ono zbog čega sam ja došao.